Willkommen zurück zu Minecraft. Beim letzten Mal haben wir hier so wieder ein bisschen hier rumgewerkelt. Ich werde das jetzt hier noch ein bisschen weiterführen, einfach weil, damit wir jetzt ein bisschen vorankommen hier. Ne? So nach und nach kommen wir mal so langsam Richtung Spitze hin. Hoffe aber, dass ich jetzt hier die ganze Folge nicht nur damit verbringen werde, jetzt hier irgendwie die Pyramide hier zu bauen, weil eigentlich ich kann irgendwie die Wüste kaum noch sehen. Also wir werden jetzt hier diese Folge und die nächste Folge jetzt noch mal ein bisschen was hier in der Wüste machen. Und dann brauche ich mal wieder so ein paar Folgen, so ein bisschen Abwechslung. Ich brauche mal wieder Grünzeug und sowas, weißt du? So ein bisschen Grünzeug. Wir könnten zum Beispiel den Partykeller für die Kühe mal in die Fertigstellung oder so ein Gedöns. Ne, wir haben ja da noch so ein bisschen was wir erledigen müssen. Ne, oder, keine Ahnung, das Haus da hinten ganz drüben am Strand, so neben der Fabrik ist ja noch sowas. Was wir angefangen haben, was ich nicht fertiggestellt habe. Und, all so ein Gedöns, weißt du? All so ein Gedöns, was wir mal irgendwie so weitermachen könnten. Na, also wir haben hier so ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall erledigen wollen, die ich auf jeden Fall erledigen will. Wir werden jetzt nicht neue Moria machen. Ich muss mal demnächst nochmal auf den Plan gucken, wie es bei mir mit den Arbeiten aussieht. Und dann wollte ich jetzt zu demnächst irgendwann mal die ganzen Leute anschreiben, die ich halt alle gerne so dabei hätte beim großen Moria weiter ausbuddeln. Ja. Und das werden dann doch schon so ein, zwei Leute sein. Also gefühlte 6 ungefähr. Und dann ist hier totales Chaos. Mindestens so ein Chaos wie bei Pixelmon und Co. Und bin ich gespannt, ob das dann auch so klappt. Ob die Leute dann auch so Zeit haben, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe. Und ja, dann mal schauen. Also das ist hier zumindest der Plan, ob wir das hinkriegen. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ne? Nicht jeder hat ja unbedingt da Zeit, wenn ich Zeit habe. Und deswegen mal gucken. Aber irgendwann kriegen wir dieses große, möchte gern Community-Projekt da noch fertig. Ne? Gut. Was haben wir heute denn so Schönes als Thema? Ihr habt als Themenvorschlag gegeben, habt da, wie nennen wir es? Künstliche Organe, künstliches Fleisch. Und da ist etwas, das wurde jetzt irgendwie, wann wurde das jetzt herausgefunden oder bekannt gegeben? Jedenfalls, es ist inzwischen möglich, künstliches Fleisch herzustellen. Ja, also quasi Fleisch auf fleischlicher Basis, das wohl angeblich auch wie Fleisch schmecken soll, ohne dass dafür ein Tier zu Schaden kommen muss. Und da muss ich sagen, ich persönlich freue mich in gewissermaßen drauf, wenn es dann auch einigermaßen wirklich so das Fleisch so mehr ersetzt als Tofu. Ja, also ich bin ja ein Tierfreund, ihr wisst es, nicht nur als Mammut, sondern halt auch so. Ne, und deswegen, ich bin es ein bisschen leid, wirklich halt Fleisch mögen zu müssen. Ich muss es nicht mögen, aber halt, ich mag es. Und das ist für mich persönlich doch schon ein bisschen nervig, weil ich halt auch Tiere mag und nicht unbedingt möchte, dass halt Tiere jetzt nur wegen meiner Fleischesgelüste. Das klingt so verkehrt, aber ne, weil ich halt gerne Fleisch mag, möchte ich halt nicht unbedingt, dass das deswegen unbedingt ein Tier sterben muss. Und wenn dieses künstliche Fleisch dann tatsächlich dazu in der Lage ist, einigermaßen akzeptabel zu schmecken, und wenn es dann auch noch zum erschwinglichen Preis ist, ich meine, das ist dann sowieso so eine Sache, erstmal wird es hier grandios teuer und sowas, bis dann halt es irgendwann für die große breite Masse dann halt verfügbar ist. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es halt auch bei den örtlichen Discountern und sowas dann doch schon angeboten wird. Natürlich klingt es halt irgendwie komisch, wenn du dann so Fleisch aus einem Reagenzglas sozusagen isst. Na, aber ich persönlich, ich stehe auf Chemie, ich mag auch Chemielimonade und keine Ahnung, ich esse ja auch die Burger von McDonald's, die auch nicht wirklich Rindfleisch sind, sondern eigentlich nur Chemie. Ja, also ich mag Chemie. Nicht nur, wenn es Bumm macht, sondern halt auch, wenn es schmeckt. Ja, und ich persönlich
würde mich tatsächlich über dieses künstliche Fleisch freuen, wenn es dann wirklich einigermaßen akzeptabel ist. Und ja, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn dazu meint, was ihr meint. Würdet ihr dieses künstliche Fleisch essen? Oder sagt ihr, nee, das ist viel zu unnatürlich, das ist, nee, das kann doch nie und nimmer nach Fleisch schmecken und das probiere ich gar nicht erst oder keine Ahnung. Ne? Also, ich persönlich gebe dem ganzen Zeug wirklich mal eine Chance. Und dann bin ich gespannt darauf. Ich bin, mal gucken erstmal, wie lange es dauert, bis dieses Möchtegern-Fleisch dann hier irgendwie mal ankommt, bis es hier dann verzehrbar ist und sowas. Und dann ist natürlich auch wieder so eine Sache, ne, das muss ja halt auch wieder industrialisiert werden. Das heißt, es muss im Schnellverfahren, in Massen produzierbar sein. Und dann halt auch muss es wieder irgendwelchen Vorgaben entsprechen und keine Ahnung was. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann tatsächlich auch ist ja heutzutage schon so, dass du halt im Discounter und sowas hast ja inzwischen auch schon hier so eigene Backautomaten, weil jeder Discounter hat irgendwie seine eigenen kleinen Backstübchen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es halt dann die Fleischproduktionsstübchen dazu gibt, wo du halt, keine Ahnung, irgendeine Masse in irgendeine Maschine tippst und dann hast du da so Kunstfleisch. So ähnlich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja keine Ahnung, wie diese Dinge überhaupt hergestellt werden sollen. Finde ich auf jeden Fall hochgradig interessant, dass es wirklich halt machbar ist. Weißt du, dass du Fleisch künstlich herstellen kannst? Und wenn du halt auch mal abseits davon halt so ein bisschen denkst, ne, wenn du dir so überlegst, wenn es halt tatsächlich möglich ist, dass du dieses Fleisch da halt nicht nur zum Verzehr verwenden kannst, sondern halt auch eventuell für medizinische Zwecke in Form von Person XY hat einen Finger verloren. Kein Problem, kommt eine Knochenprothese dran und dann kommt da einfach ein Stückchen Kunstfleisch obendrauf. Sieht zwar im Endeffekt ein bisschen scheiße aus, aber halt, wenn die Haut darüber verwachsen könnte und sowas, was natürlich so eine Sache ist, ne, ob das jetzt miteinander kombinierbar ist, müsste man dann halt austesten und sowas, aber halt, wenn das dann theoretisch irgendwann mal machbar ist, das wäre schon, ne, und so. Oder keine Ahnung, du kannst sicherlich nicht, das Kunstfleisch dann auch noch an anderen Möglichkeiten verwenden. Ich will jetzt nicht sagen, neue Form von falschen Brüsten, aber das wäre schon irgendwie eklig. Aber weiß, vielleicht ist das dann gesünder als Silikon. Oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, wozu könnte man Fleisch, künstliches Fleisch noch einsetzen? Als Briefbeschwerer. Als Nachtwächter stellst du einfach so ein Fleischgolem auf, weißt du? So ein Kunstfleischgolem. Hältst eine Fackel dran, riecht's wie beim Grill. Ja, also Kunstfleisch, ne? Das ist auch auf dem Vormarsch, du. Das ist, ne? Gibt's auch Kunstfleischdöner? Oder keine Ahnung. Also abgesehen halt davon, wie es halt dann im Endeffekt schmeckt oder sowas. Ich bin gespannt. Definitiv. Ne? Und ja, mal gucken. Vielleicht ist es ja einigermaßen akzeptabel, vielleicht aber auch total für die Tonne. Oder aber man könnte halt dieses Kunstfleisch herstellen, um halt für gegen den Welthunger anzukämpfen. Natürlich ist es halt dann wieder so eine Sache, wie viel kostet es und sowas, ne? Aber ach, was mache ich denn hier für Mist? Man könnte ja, ich weiß halt nicht, woraus es hergestellt wird, aber halt, wenn wirklich die Produktionskosten davon nicht so teuer sind, dann kannst du ohne Probleme hier gegen den Welthunger ankämpfen und sowas. Was sowieso so ein anderes Thema ist, worüber ich mich gleich nochmal auskotzen könnte in der nächsten Folge oder sowas. Ne, aber das wäre theoretisch da machbar.
Weil du quasi eine unendliche Nahrungsquelle herstellen könntest. Theoretisch. Ne? Praktisch sieht das wahrscheinlich wieder ganz anders aus. Ach, was mache ich denn hier wieder für Mist hier? So, mach die mal dahin. Ja. Habe ich ja toll gemacht, weil ich weiß, ich habe da oben hier den einen Dings da weggelassen. Egal, wird schon. So, das hätten wir. Haben wir wieder ein paar Treppchen hier. Wird es aber auch ziemlich düster drin. Aber es sieht schon verdammt cool aus. Und dann diese Pyramide hier irgendwann fertig ist. So langsam kommen wir ja so ein bisschen in die Höhe hier. Gott sei Dank. Sind ja auch schon wieder viel zu lange dabei hier. Und dann schauen wir mal, ne? Also irgendwie wird das schon, hoffe ich. Was ich auch nochmal jetzt... Ich hatte ja jetzt gerade schon Prothesen angesprochen. Und, also hier mit der Knochenprothese und sowas. Auch diese ganzen Prothesenfortschritt und sowas, der nimmt ja auch über die letzten Jahre wirklich so extrem zu. Ne, was da inzwischen schon alles möglich ist. Teilweise sind ja schon heutzutage Prothesen möglich, mit denen du halt einmal so einen mechanischen Arm hast, der halt sich sowieso halt bewegen kann wie ein normaler Arm durch verschiedene Nervenverbindungen zusammen mit der elektronischen Verbindung und keine Ahnung, ne? Also dass da halt das Elektrosystem zusammen mit dem Nervensystem verbunden und das ist wow. Ja, also ich persönlich denke mir halt manchmal, natürlich nicht so ganz ernst gemeint, aber halt so ein bisschen so, denke ich mir schon so, scheiß auf meine echten Arme, ich will solche mechanischen, besseren Arme. Also besser in Anführungszeichen, natürlich ist es halt immer noch kacke, ne, aber halt so diese ganzen mechanischen Sachen, die haben halt schon ein paar Vorteile. Außer halt das Rosten, immer wieder zum Öl wechseln müssen und sowas, ne, aber halt so an sich, du brichst dir halt mal einen Metallarm, ja, pff, ne, Ersatzteil und so, natürlich ein bisschen teuer, aber das ist halt auch wieder ein anderes Thema, ne, aber so vom Prinzip her, ich weiß nicht, also wenn ich wirklich irgendwann mal die finanziellen Möglichkeiten dazu hätte und wenn ich tatsächlich dazu genötigt bin, dann würde ich mich freuen, wenn ich wirklich so eine Armprothese oder Beinprothese oder was auch immer hätte, die halt wirklich schon so funktionell ist, weißt du, die du halt verwenden kannst, so wie das originale Ding halt nur in mechanisch. Nein, ich will kein Cyborg werden, aber halt, weißt du, wenn du halt wirklich so, keine Ahnung, irgendwie mal irgendein Glied verlierst oder sowas, was würdest du dann haben wollen? Willst du halt eine Plastikgedönsdingens haben, weißt du, der einfach nur symbolisiert, du hattest mal einen Arm? Oder halt willst du einen wirklich funktionellen Arm haben? Ne? Einen, den du halt auch richtig benutzen kannst. Und da ist halt auch schon die Technik inzwischen so weit, dass du aufgrund dieser neuronalen Verbindung mit dem Elektrosystem da, ist es inzwischen schon möglich, dass du auch Kälte und Wärme empfinden da schon ermitteln kannst und sowas. Das ist wirklich faszinierend. Ne? Also du berührst halt mit dieser Prothese da halt eine Herdplatte und merkst dann halt, hey, wer hätte es gedacht, die Herdplatte ist tatsächlich an. Ne? Und ist dann halt mit dem Neurosystem da verbunden und das ist wow, wie weit ja die Technik ist, diese Technik zwischen dieser menschlichen und dieser roboterartigen Technologie. Das ist faszinierend. Und auf der gleichen Art und Weise frage ich mich eigentlich, wozu ist dann diese Technik dann noch alles möglich? Wenn es dann schon so weit ist, dass es halt sich miteinander verbinden kann. Und dann solche in Anführungszeichen einfachen Sachen dann symbolisieren kann und so. Das ist wirklich schon... Wo soll das dann noch hinführen? Wer weiß, was wir irgendwann alles an uns anstöpseln können und dann ist es dann halt auf einmal
Zackwumms mit uns verbunden und wir können damit irgendwas steuern und keine Ahnung hat. Ja, das ist ja auch schon möglich, dass es halt einen Controller gibt, den halt auf dem Kopf sitzt, ne, und dann halt wie so ein EKG-Gerät kannst du halt deine Charaktere in Spielen steuern und sowas. Finde ich persönlich hochgradig interessant. Halt so ein Spiel halt einfach zu steuern, nur aufgrund deiner Gedanken.